Willkommen, meine lieben Freunde, zu Pokémon Ultramond Part Nummer 1. Ich bin der Solo und begrüße euch recht herzlich zu diesem neuen Projekt auf meinem Kanal. Ja, Pokémon Ultramond ist rausgekommen und wir spielen es nun hier auf meinem Kanal. Natürlich auf Deutsch, let's go! In dem ersten Part werde ich allgemein ein paar Fragen klären, die sich vielleicht zu diesem Display hier stellen. Ne, warum eine Nuzlocke erstmal? Das wird dann gleich geklärt. Wie wird das Display ablaufen? Welches schnell durchspielen? Werde ich hier ausführlich alles angucken? Oder was habe ich vor? Wie lang werden die Parts werden? Wie viele Parts werden kommen? Das wird alles hier besprochen. Und deswegen bleibt auf jeden Fall dran, falls ihr interessiert dran seid, wie das hier ablaufen wird. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was ihr von den ganzen Spielen hier halten werdet und was ihr auch von dem Projekt haltet. Ja, diese Alola-Region besteht aus blablabla, Kukui erklärt uns hier natürlich wieder den Standardkram, den er sonst auch immer erklärt, wie auch schon beim letzten Mal im Pokémon Sonne und Mond. Ich hoffe übrigens, dass ich jetzt auch eine sonnige Aussicht hier habe, denn ich spiele das hier gerade um 23 Uhr, deswegen bin ich sehr gespannt, ob wir hier auch in Ultramond dann eine sonnige Aussicht haben oder ob es dann doch wiederum dunkel ist. Ich glaube aber, es müsste hell sein, was mich sehr erfreuen würde, weil ich finde die helle, naja, die hellere Umgebung irgendwie besser als die, naja, Nachtumgebung. Da ich öfter abends aufnehme, ist, glaube ich, Ultramond eigentlich das perfekte Spiel für mich. So, es kann aber auch sein, dass ich die Uhrzeit irgendwie am 3DS falsch eingestellt habe. Das heißt, dass es dann auch erst ab dem nächsten Part so sein wird, dass es hell ist im Spiel. Ja, aber wir schauen auf jeden Fall mal rein, was es hier so für Neuerungen gibt in diesem Spiel. Wer mich schon seit letztem Jahr verfolgt und auch mein, naja, Projekt Pokémon Mond gesehen hat, der müsste eigentlich schon wissen, was in der Alola-Region abgeht. Oder allgemein, wenn ihr das Spiel gespielt habt, Pokémon Sonne oder Mond, dann müsste der allgemein ja schon wissen, was in dieser Region hier abgeht. Und wir werden auf jeden Fall auf die ganzen neuen Dinge eingehen, die es in diesem Spiel hier gibt. Und eher mal die Sachen, die es auch in Sonne und Mond schon gab, ein bisschen weiter wegrücken lassen. Weil die interessieren uns eigentlich nicht. Und ich glaube, da ist gerade das Cutiefly, das ist, glaube ich, neu hier in dem Bild mit Kukui. Ich glaube, das war vorher bei der Videonachricht nicht. Kann auch sein, dass ich mich gerade täusche. Aber ich glaube zumindest, dass das Ganze schon ein bisschen anders aussah. Der Hintergrund da auf jeden Fall ist anders. Das habe ich so nicht in Erinnerung. Alle Texte werde ich auf jeden Fall nicht vorlesen, wie gesagt, nur die wichtigsten Texte. Und ja, ich würde sagen, wir beginnen nun mit dem Game, mit der ersten Cutscene. Und da geht es natürlich wieder um Lily, wie auch in Sonne und Mond. Was mich schon so ein bisschen enttäuscht, weil ist es haargenau die gleiche Cutscene? Ja, das ist eine gute Frage, Leute. Wir haben auf jeden Fall hier die Aether Foundation mit den Aether Foundation Mitarbeitern, die hinter Lily und Cosmog herlaufen, wie auch in Sonne und Mond. Und oh! Da sind die Ultra-Bestien-Forscher. Die sind ja neu dazugekommen in Pokémon Ultrasonne und Ultramond. Und die warten jetzt hier und arbeiten wohl mit der Aether Foundation zusammen. Oder wie soll ich das hier sehen? Weil die sind beide hier und kreisen Lily ein. Aber Cosmog rettet Lily natürlich wieder. Wie, naja, Cosmog es auch schon in Sonne und Mond gemacht haben. Und hier haben wir es gleich stehen. Pokémon Ultramond. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal anders als in Pokémon Sonne und Mond. Und das Logo sieht hier ziemlich geil aus, muss ich sagen. Hat auf jeden Fall was. Hat einen coolen Flair. Kann man so auf jeden Fall stehen lassen. Presented by Game Freak übrigens, ne? Muss man natürlich wieder anmerken. 3 Monate später, ja, genau wie in Sonne und Mond, 3 Monate später, okay. Dann sind wir wahrscheinlich jetzt eingeerst. Ja, oh, es ist dunkel. Ist es nur in der Cutscene dunkel oder ist es gleich auch dunkel, wenn ich da gleich meinen Starter und alles auswähle? Das wäre echt ein bisschen blöd, wenn ich ehrlich bin, aber naja, wir schauen mal. Wir schauen mal rein. Okay, es ist Nacht. Und hey, Alola Mauzi, was geht, Bruder? Was geht? Unsere Wohnung, und da haben wir auch schon ein weiteres neues Merkmal in diesem Spiel, denn unsere Garage steht diesmal offen und da ist gerade ein Kramuks hergeflogen. Ja, unsere Garage stand im letzten Teil nicht offen. Why? Warum man das jetzt geändert hat? Ich kann es euch nicht sagen, weil eigentlich ist es relativ unnötig, das zu ändern. Egal. Ach, ist das nicht herrlich idyllisch? Unser erster richtiger Abend unter dem Mond von Alola. Sein sanfter Schein ist ja so beruhigend. Na gut, es wird Zeit, die Unzu-Kartons auszupacken. Ach, wundervoll. Mossi, gehst du bitte Sölle holen? Natürlich holt er uns. Natürlich. Und somit werden wir auch mal direkt hier anfangen mit dem Zocken. Denn wenn das Mossi uns aufweckt, können wir direkt mal unseren neuen Charakter steuern. Und der sieht ja auch ein bisschen anders aus als der Charakter aus Sonne und Mond. Wir sehen da links schon eine Nintendo Switch. Dieses Gemälde da hinten habe ich ja als Palkia zugeordnet, Leute. Das ist ja auch eine coole Story. Ich habe früher mal ein Video gemacht, wo ich darüber geredet habe, dass es wahrscheinlich Palkia und die Alga in Pokémon Ultrasonne und Ultramond geben wird. Und was gibt es in Ultrasonne und Ultramond? Palkia und die Alga, beziehungsweise fast alle, beziehungsweise alle legendären Pokémon. Ist das nicht krass, Leute? Ich habe es einfach vorausgeahnt. Es war nur nicht Zufall, aber hey. Mautz, 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 genau. Was geht? Und Leute,
Am Anfang habe ich mich gefragt, was soll dieses Pinsel hier? Aber ich glaube, es ist einfach nur auf der Bettwäsche drauf. Halt, es ist irgendwie nicht hier am Fenster oder so am Kleben. Es ist nur ein Schatten, das ist irgendwie an der Bettwäsche dran. Das können wir, glaube ich, noch nicht nehmen, oder? Nee, das können wir noch nicht nehmen. Wir haben hier auf jeden Fall die Nintendo Switch. Eine Heimkonsole, geil. Dann haben wir hier ein Autogramm, das du von einer erinnerten Kontoregion bekommen hast. Darauf steht, viel Glück, Rekrut. Viel Glück, Rekrut. Wer könnte das wohl sein? Ja, Major Bob wahrscheinlich. Und der hat hier einige Auftritte im Spiel. Aber dazu kommen wir später. Das ist eine Relaxo-Sitzkisten. Es soll so bequem sein, dass man nie wieder davon aufstehen möchte. Okay, cool, da ist eine Feder dran oder sowas. Warum da eine Feder ist, keine Ahnung. Ja, wir gehen einfach mal hier raus. Lass das Mauzi in unserem Zimmer stehen. Und an unserer Wohnung hat sich an sich, glaube ich, nicht so viel geändert. Ich könnte mich auf jeden Fall nicht daran erinnern, dass hier das irgendwie irgendwas Krasses getan hat. Du hast tief und fest geschlafen, was? Jetzt strotzt du dich ja nur so vor Energie. Schau mal aus dem Fenster, hier ist es schon Abend. Kein Wunder, Alola und Kanto liegen schließlich ganz schön weit voneinander entfernt. Ja, wir haben einen kleinen Jetlag, oder wie? Und Zero, freust du dich schon auf Alolas Pokémon? Natürlich! Klaro, Ben. Das lobe ich mir. Ich würde ja auch viel lieber rausgehen, als hier die Kartons auszuräumen. Naja, wir leben ja schließlich in der Alola-Region, einem Inselparadies, das viele Touristen anzieht. Da werden auch die einheimischen Pokémon bestimmt alle total lieb sein, ganz sicher. Aber weißt du was? Ich denke, du solltest nach draußen gehen und das selbst herausfinden. Am besten holst du gleich deine Sachen und machst dich fertig. Deine Mütze und dein Beutel hängen am Kleiderständer in deinem Zimmer. Ach, und vergiss nicht, einen Blick in deine Abenteuerfibel zu werfen. Ich glaube, sie liegt auf deinem Schreibtisch. Okay, okay. Während wir uns hier umziehen, möchte ich nochmal ganz kurz was zu dem Projekt sagen. Es werden so 3 bis 4 Parts, glaube ich, erstmal pro Tag kommen, die ersten 2-3 Tage. Und ich würde mich auf jeden Fall über positive Resonanz freuen. Also wenn ihr echt das Projekt cool findet und mehr davon haben wollt, dann werde ich vielleicht auch mehr raushauen. Also lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da, um mir das somit halt wieder zu zeigen. Wie bei Pokémon Mode auch früher. Das ist ja auch perfekt geklappt. Ihr hattet auch richtig Bock auf das Projekt. Das Projekt hat auch so viele positive Anmerkungen und Bewertungen bekommen. Das ist ja richtig cool. Sieht so aus, als wärst du bereit. Ja, eigentlich schon, ne? Sei vorsichtig, wenn du am hohen Gras vorbeikommst. Hörst du, Solo? Ich würde mich sehr freuen, wenn wir auch ein Pokémon im Haus hätten. Jetzt schau dich aber erstmal in Ruhe um. Warum stattest du nicht Lilly einen Besuch ab? Also nicht Lilly, sondern Lilly, die Stadt da oben. Weil es gibt ja eine Stadt Lilly da oben und ja, das andere ist halt die Lilly, die wir kennen, ne? Und das ist das Zimmer von meiner Mom, glaube ich, ne? Ja, cool, cool. Cooler Stuff hier. Die liegt eine Menge Stuff rum. Cool, die hat auch andere Kleider als das normale Kleid, was sie da gerade anhat. Aber ich glaube, sie hat auch immer nur das hier im Spiel an. Naja. Ein Major-Update schon mal. Wir haben keinen nervenden Kukui am Anfang, der gerade an unserem Haus rumgeiert. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut, da Kukui echt mega abfuckt. Und hey, es ist dunkel im Spiel. Naja, wir können auf jeden Fall jetzt hier hochgehen. Wir sehen direkt, die Farbgebung ist ein bisschen anders. Der Kontrast ist, glaube ich, ein bisschen höher. Ja. Die Blumen sind auf jeden Fall intensiver am Sprießen. Kann man das am Sprießen? Also sie sind auf jeden Fall ein bisschen intensiver und... Ja, wir können wohl direkt ins hohe Gras rein. Irgendwas bewegt sich im hohen Gras. Es kommt immer näher. Okay, was geht hier ab, Leute? Oh, damn, wie glücklich wir gerade geguckt haben. Oh, ein Mangunior. Krass, ein Donald Trump-Mann. Und das will uns angreifen, oder was? Ich finde es halt echt krass. Das ist eigentlich so ein schwaches Pokémon an sich, ne? Und das Ding schaut etwas sowas von krass aggro. Es ist unglaublich. Wir haben hier auf jeden Fall Bautz, Flammiau und Robball, unsere Starter-Pokémon aus Sonne und Mond. Da hat sich nicht viel getan. Wir haben die gleichen Pokémon wie sonst auch, die wir als Starter-Pokémon auswählen können. Und ja, diese 3 Pokémon, wie gesagt, schon aus der Sonne und Mond-Generation bekannt, hat sich nicht viel getan. Fände ich schade, weil so übertrieben krass fand ich diese Starter jetzt nicht. Ich hätte mich auch mit anderen Startern zufrieden gegeben. Und ey, da ist ein nervender Kukui. Hey, was geht? Also Kukui hat mich echt mega abgefuckt die letzten Mal, als ich Donner und Mond gespielt habe. Sag mal, dich kenne ich doch von irgendwoher. Aber sicher doch, Sero, stimmt's? Alles in Ordnung bei dir? Ja, ja, dank der Pokémon. Also der ging einen echt mega auf den Piss. Ich überspringe das jetzt einfach mal, weil wir werden noch sehr viele Kukui-Texte haben. Und ihr könnt euch das einfach gerne durchlesen, wenn ihr wollt. Aber ich glaube nicht, dass er heute noch etwas Relevantes zu sagen hat. Er hat einfach die normalen Standardsachen zu sagen. Und ich finde sowas eigentlich relativ langweilig. Weil er gibt nichts Story-Bemerkendes von sich. Und wenn er was Story-Bemerkendes von sich geben würde, würde ich das auch schon mit vorlesen. So, wir haben auf jeden Fall die 3 Starter da hinten zur Auswahl gleich. Und es fällt mir schon schwer. Was soll ich nehmen? Wir haben Robball bei Pokémon Mond genommen. Und ich habe nochmal Sonne durchgespielt. Letztens habe ich Flammiau genommen.
Eigentlich wäre ja schon cool, wenn wir Bouts nehmen würden. Und es würde mir auch sehr helfen beim ersten Arena-Leiter, wenn ich ehrlich bin. Arena-Leiter, sag schon, bei der ersten, beim ersten Inselkönig, bei Hala. Da der gute Herr ja auch ein Kampf-Pokémon-Trainer ist. Und natürlich auch noch bei der ersten Inselprüfung in der zweiten Insel. Hier die Inselprüfung ist ja radikal, deswegen, puh. Wir könnten eigentlich doch schon bei Bouts bleiben, ja. Wobei Robball bei der ersten Inselprüfung durch seine Feenattacken, die er lernen kann, schon ein bisschen cooler wäre. Aber ich glaube, wir kriegen das auch mit Robball gut geschissen. Deswegen würde ich sagen, da ich Robball auch noch nie in einem Pokémon, also Spielstand bin nochmal von der siebten Generation hier, nehme ich einfach Bouts. Ja, ich habe es noch nie genommen und deswegen wird es auch mal Zeit. Ich nehme es hier im Pokémon Ultramond. Und naja, du wählst also das Pflanzen-Pokémon Bouts. Ja, wir wählen das. Ach ja. Wunderschönes Pokémon. Ich habe es wirklich noch nie benutzt. Ich bin gespannt, wie es sich spielen lässt. Und da ist es. Ja, ist gerade hoch. Also die Szene hat sich auf jeden Fall schon mal geändert. Die ist anders als in Pokémon Sonne und Mond. Da hat man nämlich erstmal ungefähr 20 Minuten warten, bis man überhaupt mal zu den Startern gekommen ist. Hier kriegt man sie direkt, wenn man aus dem Haus rausgeht. Das ist natürlich schon mal viel besser und lässt den Spielfluss ein bisschen schneller gehen. Aber mal sehen, ob es auch noch demnächst so weitergeht, dass es halt einfach schneller vonstatten geht. So, ein männliches Bouts. Boah, ich hätte jetzt echt keine Ahnung, wie ich das Ding nennen soll. Aber ich glaube, ich nenne es einfach mal... Boah, wie nenne ich das denn? Ich glaube, ich nenne es einfach mal Dario. Ich glaube, Dario, also Zero hatte, glaube ich, sau viel mit Bouts zu tun gehabt in seinem Projekt. Irgendwie so habe ich das mitbekommen. Er hatte zumindest immer Bouts auf dem Thumbnail gehabt. Ich glaube, er hat das auch als Startup-Pokémon genommen bei seinem Sonne- und Mond-Let's-Play. Deswegen nenne ich das einfach mal Dario. Also Shoutouts gehen raus an Zero. Du hast also Bouts gewählt. Also irgendwann später könnt ihr auch Pokémon werden. Ich nehme auf jeden Fall ein bisschen Vorrat auf. Deswegen kann es vielleicht erst ab dem 6. oder 7. Part so sein, dass ihr als Pokémon in dem Projekt vorkommt. Aber vielleicht kann es auch früher sein. Werden wir noch schauen. Und jetzt ab nach Lilisolo. Ich will dir den Inselkönig vorstellen. Den Inselkönig? What? Dein Partner Bouts ist ein Geschenk vom Inselkönig. Es gehört sich einfach, dass du ihm zeigst, für welches Pokémon du dich entschieden hast. Und wer weiß, vielleicht lässt er zur Feier des Tages zusätzlich noch eine Kleinigkeit springen. Unser Inselkönig ist ein äußerst erfahrener und starker Pokémon-Trainer. Nur wenige können ihm im Kampf das Wasser reichen. An sich ist er ja nicht stark, muss ich sagen. Also, ja, könnte auf jeden Fall krasser sein, der Boy. Er ist ja auch der erste Inselkönig, deswegen nicht so der krasse Herausforderer hier. Und wir müssen wohl jetzt erstmal die Route entlang rennen mit Kukui und, oh Gott, ey, da habe ich schon gar keine Lust drauf, Leute, weil Unspaß in Sonne und Mond war Kukui der letzte. Ich wollte jetzt auch was Beleidigendes sagen, aber ich lasse es lieber, weil der hat uns so, der ist uns so auf den Piss gegangen, das ist unglaublich. So, wir schauen uns direkt mal hier Bouts an, was so bei dem Boy geht. Also, er hat auf jeden Fall Blattwerk, das ist eine neue Attacke, die Bouts direkt erlernt. Ja, 001 im Pokédex, perfekt. Ja, wir sind Lush, Route 1 getroffen, bla bla bla. Also nichts Interessantes auf jeden Fall. Notdünger als Fähigkeit ist, glaube ich, normal. Und ich würde sagen, wir gehen direkt ins hohe Gras und das sollte uns, glaube ich, direkt schon ein gescriptetes Pokémon begegnen, oder? Ja. Das Pokémon ist gescriptet, das kommt immer. Und es ist ein Rottfrotz, ein Alola-Rottfrotz. Werden wir es direkt besiegen? Werden wir direkt draufhauen? Ich würde es einfach mal sagen, nee, nee. Da unser erster Kampf ja gegen Tali ist und Tali das Typen schwächere Pokémon hat, kriegen wir da, glaube ich, genug Erfahrungspunkte, um schon mal ein paar Level zu uppen. Und deswegen brauchen wir ja nicht unnötig trainieren. Ihr seht schon, ich möchte das hier auch nicht so... ich möchte das hier so langstrecken, hier den Anfang, weil ich finde den Anfang echt übertrieben langweilig in den Spielen. Und möchte eigentlich direkt schnell durchkommen hier, damit wir auch schnell mit den spannenderen Teilen des Spiels beginnen können. Und das ist halt natürlich nicht der Anfang, also das sollte wohl klar sein. Aber Tali ist am Start. Genauso wie vorher auch, also wie in Sonne und Mond sieht er aus. Eigentlich schade, weil unser Trainer hat sich auch verändert. Hey du, hast du schon entschieden, welches Pokémon dein Partner werden soll? Was? Ich bin Tali. Ich wollte unbedingt mit dir zusammen unsere Partner-Pokémon auswählen. Und weil ich es einfach nicht abwarten konnte, bin ich gleich hergestellt, um dich zu treffen. Ja, wir haben auch schon Bouts, mein Freund. Ne? Tut mir leid, dass wir jetzt schon vor dir das Pokémon ausgewählt haben, aber okay. Boah, dein Bouts ist total cool. Aber warte mal, soll das heißen, dass du dir bereits ein Pokémon ausgesucht hast? Was? Oh, das tut mir jetzt echt leid, Tali, aber du bist halt ein Idiot. Aber ja, komm. Macht nichts, ne? Ja, hier, komm, du hast noch zwei Pokémon. Weißt du, der arme Junge. Wir klauen einfach das coolste Pokémon von allen. Und er darf sich nur eins von den beiden hier auswählen. Und dann natürlich Robball, das Typen schwächere Pokémon, weil er ein Idiot ist. Ich weiß es nicht, warum er das macht. Wir zwei werden zusammen so viel Spaß haben. Ich freue mich schon riesig.
Das Ding ist halt, dass Robball, wie gesagt, das typenschwächere Pokémon ist. Und früher war es immer so, dass die Rivalen das typenstärkere Pokémon genommen haben. Also in unserem Fall würde der Rivale eigentlich Flamiaul nehmen, um uns halt richtig in den Arsch zu treten. Aber Tali ist irgendwie so ein bisschen grenzdebil und nimmt das typenschwächere Pokémon. Weiß der Geier, warum er das macht? Auf jeden Fall möchte er direkt einen Kampf haben und eigentlich sollte er doch schon wissen, Pflanze gegen Wasser ist sehr effektiv. Wir haben schon eine Pflanzenattacke drauf. Er ist ein Wasser-Pokémon. Ist nicht so schlau, jetzt direkt gegen uns zu kämpfen, weil ich glaube, das wird nicht gut enden für ihn. Aber gut, Tali möchte halt gerne auf die Fresse bekommen, dann soll er es auch. Ich habe da nichts gegen. So, er haut natürlich direkt Robball raus, so wie das sein muss. Er hat ja nur Robball. Ist ja auch sein erstes Pokémon. So, wir hauen Dario rein und der wird sich gleich erstmal einen schönen Kill-Up sahnen, würde ich sagen, hier. So, Dario, gönn dir mal ein schönes Blattwerk auf den guten Robball. Hey, Fund, was? Halt mal bei, du bist da schneller als wir. Zähl mal gar nicht, aber oh. Macht er über die Hälfte Damage. Puh, wie kann das denn nur sein? Ja, ist ein Tuit. Ich werde auf jeden Fall offscreen immer trainieren, für die kleine Information, ne? Weil ich finde, das ist chilliger, wenn wir offscreen trainieren, als wenn wir noch onscreen hier das ganze Training machen und alles Mögliche. Ich möchte halt, dass ihr sowas Nerviges wie Leveln nicht mitbekommen müsst halt. Weil ich glaube, das nervt ein bisschen, wenn ihr dann auch die ganzen Level live sehen müsst. Und ich möchte es gerne ein bisschen smoother halten, das Projekt. Und ja, da ist es, glaube ich, besser, wenn wir das Leveling außerhalb des Parts machen. Und die Frage, warum ich überhaupt eine Nuzlocke mache, ist für mich ganz klar, weil normal spielen ist irgendwie langweilig. Ich möchte auch ein bisschen Druck dabei haben. Und ich weiß, dass Sonne und Mond an sich von der Levelkurve manchmal sehr krass rumgeschwankt hat und auch mal ein bisschen schwerer war, mal relativ einfach. Und ich möchte mir das halt mit der Nuzlocke ein bisschen schwerer machen und mich selber nochmal auf die Probe stellen. Und dieses Mal machen wir es auch so, dass wenn der Starter stirbt, also wenn alle Pokémon tot sind, ist das Projekt halt zu Ende. Früher habe ich es immer so gemacht, dass wenn der Starter halt tot ist, dass das Projekt halt trotzdem noch weitergeht und der Starter immer wieder belebt werden kann, damit es halt weitergeht. Aber hier ist es jetzt scheißegal. Ich werde jetzt richtige Nuzlocke-Regeln spielen und nicht nach meiner Nase hier alles tanzen lassen. Wir sind jetzt hier in Lily. Ich finde es komisch, warum die erste Stadt Lily genannt haben. Und Lily ist auch ein Protagonist im Spiel, halt nur mit Y am Ende. Eigentlich relativ blöd, finde ich, weil man da manchmal, wenn man jetzt nicht genau weiß, dass Lily mit Y geschrieben wird am Ende, das Falsche assoziiert. Ja, also hier hat sich nicht viel geändert in der Stadt. Hier sieht es immer noch genauso aus wie vorher, wirklich genauso. Vielleicht einige Kontraständerungen, ein paar Blumen mehr, aber an den Häusern hat sich nichts verändert. An den Mitbewohnern eigentlich auch nichts. Und von den Quests, die du hier hast, gibt es, glaube ich, eine, die es halt nach dem Schaffen des Stops hier ist, glaube ich, erst nur gibt. Aber sonst ist hier nichts Neues dran. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal direkt da hoch. Denn wir konnten uns daran erinnern, dass die gute Lily hier eine kleine Quest, also das heißt eine Quest hatte, also dass sie hier eine kleine Szene hatte. Und die gibt es immer noch, Leute. Also wir sehen hier zumindest schon mal, ne? Da sieht schon mal alles ein bisschen kontrastreicher aus. Und ich glaube, hier sind auch ein bisschen mehr Gräser und Blumen wieder. Also damit haben sie echt das ganze Spiel ein bisschen übersättigt mit ein bisschen Blumen, ein bisschen Gras. Und ja, Lily ist wieder hier am Start, wie wir sie kennen. Mit ihren Cosmog. Ja, ich weiß, ich bin schon auf dem Weg zu den Ruinen. Aber bitte, du musst in deiner Tasche bleiben. Was, wenn dich jemand sieht? Ja, wenn Cosmog von jemandem gesehen wird, dann, das wäre nicht so gut, ne? Also, wir wissen ja schon durch Sonne und Mond, was da abgeht mit Cosmog. Und es ist ja so gesehen fast die gleiche Story wie in Sonne und Mond. Wenn nicht sogar die gleiche, wie wir hier auch wieder sehen können, denn ja, sie rennt mit Cosmog zu der Brücke und Cosmog flieht aus der Tasche, wie halt in Sonne und Mond, und rennt alleine über die Brücke. Und et voilà, was passiert? Die Habitats kommen, genauso wie in Sonne und Mond. Bisher noch keine großen Veränderungen, muss ich sagen, finde ich sehr schade. Weil Ultramond und Ultrasonne, finde ich, sollten doch schon etwas mehr Unterschiede symbolisieren, vor allem am Anfang auch, als nur vielleicht ein bisschen ein paar Grafik-Updates und ein anderes Character-Model. Aber gut, wir sind hier jetzt mit Lily am Start und die bittet uns natürlich direkt darum, dass wir ihr Cosmog retten sollen, weil das ist ja hier hinten eine Lebensgefahr, weil die bösen Harpy-Tags ja ein legendäres Pokémon so krass schaden können. Ich meine, Cosmog ist natürlich noch sehr schwach, ich finde das sehr krass, dass ein Cosmog sich von drei Harpy-Tags, angreifen lässt, obwohl es irgendwann halt zu Lunala oder halt Schrägstrick Solgaleo wird, weil das sind halt echt krasse Pokémon. Das sind die zwei legendären Pokémon von Sonne und Mond. Und oh damn, ein Habitak!
Das ist auf jeden Fall neu. Wir mussten nämlich gar nicht gegen die Habitax kämpfen. Und jetzt haben wir einen Kampf auf der Brücke drauf gegen Habitax. Das ist richtig geil. Also das feiere ich mega, dass man die diesmal so besiegen muss. Und dass die sich einfach wegrennen, wenn man das hier holt. Ja, was machen wir am besten? Am besten Tackle, weil Blattwerk bringt uns nicht viel. Wobei, durch den Step könnte es doch schon ziemlich guten Damage machen. Ich glaube, dass Habitax... Kann das schon Schnabel? Ich weiß es nicht. Wir können einfach mal versuchen, mit Blattwerk drauf zu hauen. Vielleicht macht es durch den Step einen guten Damage, aber ich glaube, es hat noch keinen Schnabel. Sonst würde es jetzt nicht Verfolgung einsetzen, glaube ich. Hauen wir einfach mit Blattwerk mal drauf, mal gucken, wie viel Damage das macht. Eigentlich genauso viel wie Pfund, ne? Ja, das, wenn nicht sogar ein bisschen weniger. Also es bringt eigentlich fast gar nichts, das mit Blattwerk weiter drauf zu hauen. Wobei die Verfolgung von Habitax auch nicht viel mehr Damage macht, beziehungsweise, ja, fast gar nichts an Damage. Und gut, noch ein Hit und dann sollte es auch für Habitax gewesen sein. Schon krass, es ist ein Level, nee, zwei Level unter uns, aber macht so wenig Damage gegen uns. Und hätte das Teil schon Schnabel, dann wäre das echt schon kritisch, muss ich sagen, weil... Dann wäre das gar nicht mal so einfach für unser Dario, da durchzukommen. So, 32 Erfahrungspunkte für Dario, fast schon das nächste Level ab, Level 7. Das wäre krass gewesen, hätten wir schon ein Level abgemacht. Jetzt habe ich gedacht, ich habe gehofft, du hättest es vertrieben, aber... Ich bitte dich, hilf Wörkchen. Ach Gott, ey. Wir müssen Cosmog, ich finde den Namen Wörkchen irgendwie so... Egal, wir nennen es einfach immer die ganze Zeit Cosmog, so können wir es auch lassen. Also im Englischen heißt es Nabby und, ey, guck mal, das ist eine Feder und das ist auch noch Feder und die buggen irgendwie einfach durch die Brücke durch. Und wir beschützen natürlich Cosmog mit unserem Leben. Und ja, Cosmog explodiert ja einfach und macht genau das, was auch in Sonnenmond gemacht hat. Es bringt die Brücke zum Einstürzen. Übrigens ist die Brücke, glaube ich, genau danach, wenn wir später wieder hinkommen, ganz, oder? Ich weiß es gerade nicht mehr. Auf jeden Fall werden wir wieder von dem... Ist es ein legendäres Pokémon? Ich glaube, eher Tabokuku wird schon als legendäres Pokémon gewertet. Auf jeden Fall hat es uns gerettet. Finde ich ziemlich nice, ne? Danke auf jeden Fall an dich, Bruder, dass du uns gerettet hast. Dafür werden wir dich irgendwann im Spielverlauf fangen. Naja, hoffe ich doch zumindest mal. Ja, das war der erste Auftritt von Tabokuku. Genauso wie in Pokémon Sonne und Mond eigentlich. Also nicht viel mehr und viel weniger passiert als dort. Ja, und Nidhi findet natürlich jetzt auch noch diesen geheimnisvollen Stein, den Tapu Kuk hier liegen lassen hat, den es uns überreichen wollte. Und ja, das ist auch genauso in Pokémon Sonne und Mond passiert. Bisher, wie gesagt, keine krassen Änderungen zum Hauptgame. Ihr könnt auch gerne zu jeder Folge in die Kommentare schreiben, was ihr bisher vom Spiel haltet, wie ihr die bisherigen Änderungen, die, wie ihr schon seht, nicht so dermaßen groß sind, findet. Und dann könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es sich für euch bisher gelohnt hat, dieses Spiel zu holen, oder ob ihr bisher einfach nur die gleichen Flair empfindet wie bei Pokémon Sonne und Mond. Weil ich finde, jedes neue Pokémon-Game sollte so einen halbwegs neuen Flair empfinden. Und es sieht derzeit so aus, als wäre es halt einfach so ein Pokémon-Platin. Ich dachte am Anfang, es wird so wie Schwarz und Weiß 2. Da es ja auch zwei Editionen sind, es sind Ultrasonne und Ultramond und nicht einfach nur Pokémon Sterne zum Beispiel. Was halt mehr Sinn ergeben würde, wenn es sowas wie Platin wäre, weil dann nochmal zwei Games raushauen ist schon ein bisschen, naja, assi finde ich, dann nochmal 90 Euro dafür auszugeben oder 80 Euro für beide Games, wenn man sich beide Games halt kaufen möchte. Aber naja, wir können ja mal schauen, was es da noch so alles Neues gibt. Es wurde ja einiges angekündigt, was nach der Story wohl kommen soll, zum Beispiel das mit Team Rocket. Und da gab es ja mal einen Screenshot im Trailer von einer Arena aus Kanto, die auch mit Major Bob zu tun hatte, nämlich die Elektro-Arena aus Vermilion City. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch hieß, auch anders, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall auf Englisch hieß es Vermilion City. Und ja, aus dieser Stadt kam die Arena, die wohl hier auch nachgebildet sein soll. Ich weiß noch nicht genau, wo das ist. Auf jeden Fall, wenn wir da direkt mal vorbeischauen, wenn wir sie finden. Und ja, jetzt natürlich wieder genau die gleiche Storyline wie vorher auch, die gleiche Musik an sich. Also von der Musik hat sich halt einiges noch ein bisschen geändert, das werdet ihr aber noch später erfahren. Oh, ich bin noch gar nicht drauf eingegangen, das Kampfdesign hat sich auch geändert. Wir haben unten, am unteren Bottom-Screen haben wir einiges Neues, dann haben wir halt andere Leisten der HP und sowas all. Habe ich da jetzt leider nicht direkt, bin ich direkt nicht drauf eingegangen, als wir den ersten Kampf hatten, sorry, habe ich voll verplant. Sieht auf jeden Fall fresher aus. Und hier ist auch schon Hala. Was ist hier los? Habe ich irgendwas verpasst? Hala, da sind sie ja. Wo haben sie denn gesteckt? Gab es irgendwelche Probleme? Nicht recht. Ich wurde bloß in eine Rangelei zwischen zwei Würfeln verwickelt. Ich habe auf dem Weg hierher Kapuriki am Himmel gesehen. Gab es hier irgendwelche Vorfälle, während ich vor und war, Lilly? Ja, ich wollte Ihnen gerade davon erzählen. Mein kleiner Freund wurde auf der Hängebrücke von... Also, es ist genau das gleiche eigentlich wie in Sonne und Mond. Also, können wir das Ganze hier eigentlich skippen. Sie erzählt... Also, ich lasse euch kurz Resümee darüber.
Ich berichte euch kurz darüber, was da eigentlich gelabert wird, während wir das jetzt skippen. Also Lilly erzählt gerade hier, was wir für eine mutige Tat vollbracht haben. Wir haben nämlich ja das gute Cosmog gerettet vor den Happy-Tags auf der Brücke. Und dann findet Thala gleich auch noch unseren Stein und inspiziert ihn direkt mal. Und er findet ihn etwas ungewöhnlich. Und ja, was es damit auf sich hat, werden wir dann gleich erfahren. Wie gesagt, eigentlich von der Story her ändert sich nicht so viel hier in den ersten paar Parts. Und das ist eigentlich, wie gesagt, ziemlich schade, weil, wie gesagt, ich finde es direkt in den ersten Parts soll auch schon direkt was Neues gezeigt werden, damit man halt dranbleiben will. Und dass das nicht so enttäuschend ist, dass man sieht hier zum Beispiel, ja, es hat sich nicht so viel geändert. Aber bisher, wie gesagt, noch nicht viel Neues passiert. Trainerpass. Wir haben halt jetzt ein anderes Starterauswahl. Also wir hatten jetzt eine andere Starterauswahl, also wie wir die bekommen konnten. Ist schon ziemlich cool, finde ich cool. Ihr beiden könnt bestimmt alles erreichen, wenn jetzt... ja, okay, gut. Können wir jetzt mal zurückgehen? So, oder warte. Oh, Tali kommt dann. Okay, gut. Was will der? Irgendwas am Start hier? Hast du was vergessen, Tali? Ja, was los? Also echt, Ophi, du bist doch derjenige, der alles vergessen. Einfach ruhig, hurriert. Und ey, der Glitzerstein, krass. So, wir geben ihn natürlich direkt mal Hala, weil der möchte direkt mal gucken, hier so... Was haben wir hier für Eis am Start? Was haben wir für Eis an unserem Neck? Sag mal, Solo, Caporica hat dich gerettet, richtig? Ja, ja, das kann sein. Ich verstehe, du wurdest also nicht nur gerettet, sondern hast du auch den Stein erhalten. Ja, also Caporica hat irgendwelche Steine zu Hause bei sich rumliegen, wo irgendwelche Z-Ringe drin sind oder sowas. Krass auf jeden Fall, krasser Stoff, muss ich sagen. Habe ich bis heute nicht verstanden, warum der die Dinger besitzt. Wobei wahrscheinlich Caporica auch als, stärkstes dieser... 4 Carpus gesehen wird, alleine schon, weil es auf der Hauptinsel ist und weil wir mit ihm halt die meiste Story haben und mit ihm die meisten Sachen verbinden in diesem Spiel. Und wir sind wieder zurück. Und da war wieder ein kleines Kramurks. Finde ich cool, dass hier Kramurks rumgeiert. Was steht hier? Rumgeiert. Ja, da bist du ja wieder, Solo. Und hast du den Inselkönig getroffen? Hala ist er doch, wenn ich mich nicht irre. Oh, dein neues Pokémon hast du auch gleich mitgebracht. Geil. Nice, das sieht so aus. Ja, ja, das ist auf jeden Fall geil. Also, unsere Mom findet unser Pokémon auf jeden Fall saugeil. Also, das finde ich auf jeden Fall nice. Dario, du machst auf jeden Fall einen guten Eindruck bei unserer Mom. Bisher kam Kukui ja nicht so gut bei unserer Mom an, beziehungsweise hat sich auch gar nicht vorgestellt, oder? Weil Kukui war ja bei Sonne und Mond der Typ, der immer bei unserer Mom hing. Nie angeklopft, einfach immer vor der Tür stand, beziehungsweise schon im Haus drin stand. Der Typ hat es einfach nicht gewagt, mal zu klingeln. Unglaublich, der Typ. Aber gut, es wurden jetzt unsere Bobonga, beziehungsweise unser Bautz. Und am nächsten Tag... Ist es endlich hell? Ja! Was für ein Sonnenuntergang, aber jetzt packe ich besser wieder ein. Was? Sonnenuntergang? Oh ne, ist es doch nicht hell? Was? Ich dachte, es wird hell. Gut, haben wir nicht eben von Kukui und Klingen geredet? Nein, er ist schon wieder da, Leute. Hallo, Sirlo, es wird Zeit zu gehen. Die Festlichkeiten rufen. Aber zuerst muss ich dir etwas zeigen. Jetzt, wo du ein echter Pokémon-Trainer bist, komm, wir machen einen kleinen Abstecher zu Route 1. Da bringe ich dir die Grundlagen bei. Ach du Kacke. Leute, das wird wieder total langweilig, deswegen skippen wir den ganzen Scheiß hier mit der B-Taste. Weil jetzt wird uns einfach nur gezeigt, wie wir Pokémon fangen. Und warte mal, dann kann ich doch direkt mal eben in den Optionen schon mal das Texttempo auf 3 stellen. Ja. Weil hier würde es wichtig sein. Leute, wer möchte schon erklärt bekommen, wie man Pokémon fängt? Also vielleicht ein Neuling. Ich kann es ja verstehen, wenn ich noch nie Pokémon gespielt hätte, aber ich habe es halt schon mal gespielt, ne? Und das jetzt nicht gerade wenig. Und ich glaube, wir alle haben schon mal Pokémon gespielt. Ne? Alle hier auf diesem Kanal sollten wissen, wie man Pokémon fängt. Und ja, wenn Kukui uns das ja nochmal erklären will. Na gut, lassen wir es ihn halt machen, aber ich finde es jetzt nicht so angebracht, muss ich ehrlich sagen. Ist eher ein etwas langweiligeres, Ey, weiß ich, mir fällt gerade nichts ein, wie ich den Satz verwenden soll. Okay, wir haben auf jeden Fall Mabula hier. Mabula ist... Boah, von was war es denn nochmal die Entwicklung? Oder gab es da eine Entwicklung? Nee, Mabula war die Vorentwicklung von Akub, oder? War es das? Das kann sein, ich weiß es gerade nicht mehr. Und das wurde dann später zu Dunarion. Doch, das müsste so gewesen sein. Das müsste so gewesen sein, ja genau. Mabula, Akub und dann... Dunarion, das Elektro-Käfer-Pokémon. Ist jetzt nicht äußerst stark, entwickelt sich auch erst in Pony, deswegen kein Pokémon, was man grundlegend fangen oder ins Team nehmen sollte, weil es sich erst sehr spät zu seiner Vollentwicklung entwickelt. Ja, also vollendlichen Entwicklung. Deswegen, wie gesagt, macht eigentlich keinen Sinn, das ins Team zu nehmen.
Gut, wir haben auf jeden Fall jetzt Babula, wir, Kukui hat's gefangen. Übrigens dürfen wir auf der Route hier nichts mehr fangen, denn hier haben wir unser gutes altes Bautz bekommen, deswegen auf Route 1 dürfen wir kein Pokémon mehr fangen. Wobei es, glaube ich, ja auch nur als interessantes Pokémon Peppek gibt, also Pigipek, Peppek, das, was sie später zu dem Pokémon mit dem Riesenschnabel entwickelt, was ziemlich, ziemlich krass ist, was sie auch im Bobamund benutzt hatte. Aber da wir ja schon ein Flug-Pokémon haben, sollte das eigentlich relativ unnötig sein, jetzt noch ein Peppek mit ins Team zu nehmen. Wobei ich glaube, dass dieser Kampf ja auch gescriptet ist, oder? Ich glaube, das ist sogar Peppek, oder? Ne, wieder immer Buda. Ja gut, aber wie gesagt, ich darf hier eh kein Pokémon fangen, ne? Also das bringt eh nichts, hier was zu fangen. Trotzdem können wir gerne mal hier das Pokémon zerstören. Ich weiß auch nicht, wir müssen gleich sogar schon gegen Tali, glaube ich, kämpfen, oder? Und das Problem bei Tali ist halt einfach, dass der ja jetzt schon ein Pichu im Team hat. Was von Typen Elektro ist, was unserem Dario natürlich sehr viel Probleme bereiten könnte. Darum wäre es natürlich ziemlich gut, wenn wir vorher mal so noch ein bisschen trainieren würden. Weil ein Elektro-Pokémon gegen ein Pflanzenflug-Pokémon könnte ekelhaft werden, ja. Blattwerk könnte natürlich guten Damage austeilen durch die Step-Moves, aber ich möchte besser noch ein bisschen trainieren, bevor wir direkt schon unser Dario verlieren. Wäre natürlich nicht so gut, wenn das hier ein Paar-Projekt wird, weil ich glaube, da hätten wir alle nichts von. So, Mabuda ist auf jeden Fall jetzt down, ne? Ach komm. Musstest du eben unsere Genauigkeit sag ich schon, unsere hier Geschwindigkeit senken. Nicht so cool von dir. Auf jeden Fall kriegen wir unser Level up hier auf Level 7 und sollten, glaube ich, unsere erste Flugattacke lernen, oder? Nee, noch nicht. Das dauert, glaube ich, noch ein bisschen. 8 oder 9 wahrscheinlich. Aber auf jeden Fall unter Level 10 noch. Doch, das sollten wir unter Level 10 noch erlernen. So, da oben ist ein Pokéball. Den holen wir uns direkt. Was ist denn hier drin? Wahrscheinlich Trank oder sowas. Nee, ein Pokéball ist ein Pokéball drin. da ist ein Trainer. Perfekt. Direkt weiter trainieren, Leute. Also wir müssen echt noch vor Tali trainieren, weil der könnte echt gut austeilen und das wäre nicht so cool, Leute. Das wäre echt nicht cool. Wenn sich die Blicke von zwei Trainern treffen, dann... wie ging das nochmal weiter? Ach ja, dann fliegen schon bald die Fetzen. Jungs. Die kleinen naiven Gören, ja. Die denken echt, die hätten eine Chance gegen uns. Göre Yui. Yui. Mit Hassbüro. Hassbüro, ein Pokémon der vierten Gen. Ja. Ganz cool an sich. Schlappohr ist ein cooles Pokémon, muss ich sagen. Aber auch nicht so krass. Aber für eine gute Erfahrungspunkte geben, glaube ich. Dario macht auf jeden Fall Hälfte Damage, das ist gut. So geht das zumindest sehr schnell voran mit unserem schönen Blattwerk. Ich weiß gar nicht, war das der 40er-Attacke mit Step halt? Dann müsste es 60 sein, aber war das der 40er-Attacke? Wir müssen gleich mal nachschauen. Ich weiß es gerade nicht so genau. Bis Level 8 sollten wir mindestens noch kommen. Und dann sollte, glaube ich, Tali auch kein großes Problem mehr sein. Wir sollten, glaube ich, sogar Tränke am Start haben. Vor dem Kampf werden unsere Pokémon wahrscheinlich automatisch sogar noch geheilt, deswegen... Ja, ich glaube, wir haben ganz gute Chancen so vorerst. Wir sollten das auf jeden Fall packen können. Knirps, Max hat auf jeden Fall auch was Krasses am Start, oder? Ein Raupi. Ja gut, jetzt nicht so krass. So, Dario sollte durch Raupi auf jeden Fall sein Level abbekommen, das ist klar. Ja, das ist klar, Leute, das ist klar. Gibt's eigentlich noch den guten Wilhelm Kramer-Play? Gibt's denn noch, Jungs? Und Mädels? Ich weiß es nicht. Machen wir mit Blattwerk eigentlich mehr Damage als mit, hier, Tackle? Schauen wir mal. Also Blattwerk hat ungefähr ein Drittel abgezogen und Tackle macht, ja, dezent mehr Schaden. Hätten wir direkt Tackle eingesetzt, dann wäre das auf jeden Fall ein bisschen schneller gegangen. Hätten wir Turret nur gebraucht. Aber ich dachte, dass wir auch mit Blattwerk ein Turret landen. Dass wir genauso viel einsetzen, ein Damage machen wie Tackle, weil es halt eine Step-Attacke ist. Aber gut. Tackle ist halt nun mal keine Step-Attacke, deswegen habe ich gedacht, dass es da keinen so großen Unterschied gibt. Auf jeden Fall noch ein Volltreffer zum Schluss, bringt nicht so viel. Level 8 nicht für Bouts. Okay, dann halt nicht. Dann halt nicht, dann ist okay. Aber hier ist noch ein Pokéball, geil. Nehmen wir direkt mit. Einen weiteren Trank. Wir haben doch bestimmt schon welche, oder? Ich hoffe es zumindest. Wäre uncool, wenn wir keine Tränke haben, aber ich glaube, wir müssen schon Tränke haben. Willst du kämpfen übrigens, oder... Wofür ist das ein sehr freundliches Pokémon? Spiel ruhig mal mit ihm. Ja, komm her, Bruder. Was geht? Oh Gott, es starrt mich an. Wir verabschieden uns mal. Also wir können ja so ein bisschen mit Pokémon interagieren. Ultrasonne, Ultramond. Ein kleines Feature, was jetzt nicht allzu krass ist. Aber hey. Oh, habt ihr gesehen, wen wir da oben haben, Leute? Habt ihr gesehen, wen wir da oben haben? Leute. Das sind die Ultra-Bestien-Forscher. Was machen die denn hier? Das Vorschüler Frank? Der heißt einfach Frank? Was? Der gönnt sich ja hart, Alter. Der Frank. Frank ist für mich so ein etwas älterer Name noch, deswegen kann ich mir eigentlich schlecht vorstellen, dass etwas neuere Kinder Frank genannt werden, aber ja, ist doch ein schöner Name, Frank, aber
Nicht für so einen kleinen Knirps, wenn ich ehrlich bin. So, Tackle. Und wir wehren Tackle ab. Boah, Dario, du Boss. Wehren einfach den Tackle von Radfratz ab, ey. Damn. Das Mexikaner Radfratz mit seinem mexikanischen Mafia-Schnurrbart. So, Level 8 für Bautz. Und das sollte, glaube ich, schon Schnabel sein, oder? Oder kriegen wir Schnabel? Ja, wir kriegen Schnabel. Perfekt. Haben wir schon mal was gegen Pflanzen- und Käfer-Pokémon am Start und auch gegen Kampf-Pokémon. Und Kampf-Pokémon ist schon mal ein gutes Stichwort, denn die hat der gute Hala nämlich am Start. Dem Messer zufolge ist die Konzentration der Aura hier etwas höher. Alles in Ordnung, Kommandant? Okay, was da, man da? Was meinst du? Nein, ich habe mich nicht von diesem Fest ablenken lassen. Du hast ja also eine starke Aura ausgemacht. Möglicherweise hat dieser Inselkönig oder wie sie ihn nennen, hat was damit zu tun. Mich erfliegt aber etwas anderes. Hast du gemerkt, wie hell es hier in Alola ist? Noch viel heller, als die Berichte erwarten ließen. Geradezu widerwärtig grell. Aber ist das nicht das Licht, nachdem wir uns so lange gesehnt haben? Ja, ich schätze, du hast recht. Kümmern wir uns um unsere Forschungen hier in Alola, damit schon bald auch unsere Welt erneut das Licht zerstrahlt, bevor seine Lumineszenz erwacht. Okay, gut zu wissen. Lumineszenz ist auf jeden Fall ein krasses Wort. What, die haben uns gesehen, scheiße. Wir haben euch nicht belauscht, ist nichts passiert. Du bist ebenfalls nicht aus Alola, oder? Es scheint, du kommst auch von weit her. Okay, das kann man mir ansehen. Ist der Fischerhut hier nicht so läufig, oder... Ist hier nicht so krass am cool am Bienen, der Fischerhut so? Der ist nicht so am Upturn hier? Okay, wusste ich nicht. Ich dachte, mit dem Fischerhut sehe ich schon relativ Alola-haft aus, aber... Scheinbar tragen die Leute das hier so nicht, dass man mich direkt hier als Immigranten sieht, oder was? Krass auf jeden Fall. Ja gut, nochmal ein Hassbüro. Können wir auch direkt hier mitnehmen. Ich wollte eigentlich nur da hinten den, Pokéball gönnen, oder was da auch immer drin ist in dem Pokéball. So, man kann ja hier alles auch mitnehmen, was hier so rumliegt, so Alibi-mäßig. Und da ist ein Para-Heiler drin. Falls das Pichu ein bisschen asozial ist, kann es das schon ein bisschen weiterhelfen. Finde ich gut, dass wir den Para-Heiler hier noch mitgenommen haben. So, was haben wir hier sonst noch am Start? Hier ist ein Raupi. Ja, das ist perfekt. Da können wir unseren Schnabel hier mal ausprobieren mit Bautz, weil Dario hat natürlich einen krassen Schnabel und der wird natürlich auch krass reinhauen können. Vor allem durch Step. Wie auch in Sonnenmond konnten wir gerade schon sehen, haben wir auch diese Effektivitätsliste unten, also was sehr viel Damage macht, was nicht so viel Damage macht, wird hier auch aufgelistet. Ja, halt für die Noobs unter uns. Auch manchmal für mich, wenn es wieder um Fehlattacken geht, weil mit Fehlattacken kenne ich mich noch nicht so gut aus. Immer noch nicht, ja. Was ist, wie effektiv gegen Unlicht und Kampf sind und Gift ist gegen Fee effektiv, aber... Okay, gegen Drachen sind sie auch noch effektiv, aber es ist noch so ein neuerer Typ und den habe ich noch nicht so im Blut drin. Da muss ich mir schon noch mal ein bisschen nachdenken. Bei anderen Typen weiß ich sofort Bescheid, so, das ging das effektiv und das ging das. Aber bei Fee ist es noch so ein bisschen, noch nicht richtig angebrannt im Hören, muss ich sagen. Ja, willkommen zu unserem Fest und, ja, das heutige Fest besteht darin, dass wir ein Opferungsbattle machen. Gegen Tali für Tapu Koko. Ja, das Fest besteht daraus, dass wir halt Tapu Koko belustigen mit einem Kampf von mir und Tali. Ich weiß nicht, was der Sinn dahinter sein soll, aber okay. Ich hoffe, unsere Pokémon werden vorher nochmal geheilt, bevor wir gegen Tali kämpfen, weil die waren noch ein bisschen angeschlagen. Und bevor wir gleich gegen ein Pichu antreten müssen, wäre es cool, wenn unser Bautz nochmal ein kleines Healing bekommt. Ja, komm, Hala, bitte heil unsere Pokémon nochmal. Komm. Ja, er heilt unsere Pokémon, perfekt. Perfekt. Gut, dass wir keinen Trank... Oh, ich bin bereit für den Kampf. Ich bin bereit. Ich habe aus Versehen auf B gedrückt. Ja, komm, let's go. Wir wollen direkt reinfighten hier. Möge der Kampf beginnen. Wir wollen direkt reinfighten. In eine neue Ära. In ein neues Projekt. Der Kampf entscheidet alles. Werden wir Pichu und Robball, die zwei Pokémon von Tali, besiegen? Werden wir damit den Start des Projektes hier feiern dürfen? Oder wird das Projekt sofort beendet werden, weil Pichu uns wegcritet oder so? Wir werden sehen. So, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und hoffe natürlich, dass wir es schaffen, Tali aus dem Weg zu räumen. Auf jeden Fall die Atmosphäre hier sehr schön. Ein oranger Himmel und das sieht auf jeden Fall ziemlich nice aus. Und Bergkampf beginnt, Leute! Ich bin sehr gespannt. Tali gönnt sich auf jeden Fall und haut direkt sein erstes Pokémon raus. Das ist das Pichu, von dem ich die ganze Zeit schon rede, das uns gute Probleme machen könnte. Ja, das einzige Mal, wo wir hier keine einzigen Probleme haben könnten, wäre halt Flamiau gewesen, ne? Aber wir haben halt kein Flamiau. Und das Pichu ist schon auf Level 6. Wir sind auf Level 8. Blattwerk sollte vielleicht die Hälfte an Damage machen. Ich weiß jetzt nicht so genau. Rutenschlag ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Macht unsere Defensive runter. Was ziemlich kacke ist, wenn der gleich mit irgendeiner Elektroattacke angreift. Aber ich glaube, eine Hälfte sollten wir schon abziehen, oder?
Ja, fast sogar schon 3/4. Perfekt, wenn wir jetzt nochmal treffen und er macht nochmal Routenschlag. Ja, perfekt. Dann hat sich das also auch mit Pichu. War es doch kein Problem, denn die KI des guten Talis ist nicht so schlau. Also, hätte er jetzt zweimal Damage reingehauen, wäre es vielleicht ein bisschen anders ausgegangen. Vielleicht hätten wir dann so wenig HP, dass uns gleich das Robball von ihm noch zerstören könnte. Aber ich glaube, das Robball... Okay, es ist auf Level 7. Ich wollte gerade von einem One-Hit reden, aber ich glaube, One-Hit wird es nicht. Aber es wird auf jeden Fall mal mindestens ein Two-Hit. Weil Blattwerk, Stem-Attacke, wir sind ein Level über ihm. Ja, okay, das ist schon ein knapper Two-Hit eigentlich. Aber gut, wir machen trotzdem genug Damage, um das Ding hier auszunehmen. Und das ist locker easy. Wir haben einmal Damage bekommen, 6 KP verloren. Das war's. Das Ding ist weg. Kampf ist gegessen. Wir haben die erste relative, also Herausforderung, bestanden. Ja. Also, ist jetzt keine krasse Herausforderung gewesen. Natürlich hätte ich schon mal enden können, aber ich bin zufrieden, dass wir das hier mit Bravour gemeistert haben. Level 9 für Dario und ich würde sagen, Leute, bevor wir hier jetzt weitermachen mit der ganzen Story hier zu Sonne und Mond, beziehungsweise Ultra Sonne und Mond, würde ich einfach mal sagen, lasst liebend gern einen Daumen nach oben für dieses Projekt da, wenn ihr es weiter verfolgen wollt. Wie gesagt, bei diesem Projekt werdet ihr nicht so viel noch von der Sonne und Mond Story erfahren, weil die Sonne und Mond Story kennen wir ja alle. Warum sollten wir darüber nochmal reden? Und ich glaube, der Z-Ring hier sieht nochmal ein bisschen anders aus als bei Sonne und Mond. Der ist ja, glaube ich, nur schwarz und der war woanders in Sonne und Mond halt ein bisschen farbiger, glaube ich. Aber okay, also wie gesagt, wenn es euch gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da und schaut auf jeden Fall gerne weiter vorbei, wenn ihr, naja, die speziellen Dinge des Spiels sehen wollt und nicht nur halt die ganze Sonne und Mond Story noch, die halt eigentlich fast keinen mehr interessiert. Weil die Sonne und Mond Story haben wir schon bei Sonne und Mond gesehen und ich glaube, die wenigen kennen euch, die das hier gerade sehen, kennen Sonne und Mond nicht. Denn warum sollte man sich Ultra Sonne und Mond Ultramond eigentlich kaufen, wenn man Sonne und Mond noch nicht kennt? Und wir reden wieder über 4 Inseln. Das Ding ist halt, wir wurden davon durch die Trailer halt noch nicht sehr darauf aufmerksam gemacht, was es Neues gibt. Und die Leute denken wahrscheinlich alle, hey, das ist wahrscheinlich eine Fortsetzung oder sowas. Nur wenn sie es hören und sich nicht spoilern lassen wollten. Aber an sich ist es halt keine Fortsetzung. Ja, sondern eigentlich halt nur eine andere Dimension, in der dieses Spiel spielt. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was uns in den nächsten Monaten noch erwarten wird. Schreibt gerne eure Meinung zu dem ganzen Projekt in die Kommentare. Schreibt mir, wie ihr das findet, dass ich hier nur auf die Hauptveränderung eingehen möchte des Spiels und nicht auf die ganze Story. Schreibt in die Kommentare, was ihr vom Bowser haltet und allgemein vom Spiel bisher. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann und ciao, haut rein. Euer Solo mit Pokémon Ultrasonne und Ultramond.